Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Sams Fußball Channel. Ich bin's, euer Sam, und ihr seht schon am Titel, heute ein neues Format auf meinem Kanal. Und zwar, ich hoffe, ihr könnt sehen, ich hol's mal hier rein, und zwar Sams Fragerunde. Ich hoffe, ihr könnt mich hier hinter noch sehen. Ich schieb's sonst gleich zur Seite, ich schieb's einfach mal hier hin. Und zwar in jedem Video 7 Fragen, manchmal vielleicht auch mehr, 10 Fragen. Die Fragen könnt ihr mir unter jedem Video mit dem Hashtag Sams Fragerunde stellen. Ansonsten mache ich auch in jeder Woche einen Beitrag im Community Tab. Könnt ihr mir die Fragen stellen. Es ist so ein bisschen angelehnt an One Football Q&A, also wer das Format vielleicht kennt. Und zwar seht ihr die Fragen immer hier irgendwo eingeblendet. Ich stelle euch, also ihr könnt mir Fußballfragen stellen, wenn ihr das möchtet. Und ich beantworte die dann in den Videos. Es wird in jedem Monat werden 2 Videos kommen, also 2 Folgen jeden Monat. Und wir starten dann direkt mal mit der ersten Frage, die habe ich mir da hinten aufgeschrieben. Und die erste Frage, ist Lionel Messi jetzt der GOAT, also der greatest player of all time? Und ja, meine Meinung ist auf jeden Fall ja. Lionel Messi ist jetzt der beste Spieler aller Zeiten. Wir können ja mal so ein bisschen die Titel, also seine Ehrungen, seine Wettbewerbe, die er gewonnen hat, durchgehen. Und da steht natürlich jetzt als größtes, als höchstes der Weltmeistertitel. Dann hat er 3-mal, müsste es gewesen sein, die Champions League gewonnen. Er hat mehrmals die La Liga gewonnen. Er hat den spanischen Pokal mehrfach gewonnen. Er hat die Copa America letztes Jahr, beziehungsweise 2023 haben wir jetzt schon, hat die Copa America mit Argentinien gewonnen. Und was natürlich auch sehr heraussticht, sind die 7 Ballon d'Or Siege. Das heißt, er hat 7-mal den Ballon d'Or gewonnen. Das sticht natürlich auch ziemlich heraus. Von daher würde ich meines Ermessens nach schon sagen, dass Lionel Messi Stand jetzt der beste Fußballspieler aller Zeiten ist, wenn er dieses Jahr den Ballon d'Or gewinnt, wonach es ziemlich stark aussieht. Allein weil er die Weltmeisterschaft gewonnen hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er auch den Ballon d'Or gewinnen wird. Das heißt, Messi auf jeden Fall meiner Meinung nach der beste Spieler aller Zeiten. Allein jetzt wegen dem WM-Titel. Er hat so verdammt viele Tore geschossen. Er hat so verdammt viele Vorlagen gegeben. Ich glaube, er hat mittlerweile über 1000 Pflichtspiele. Also das ist schon geisteskrank. Und er kann auf jeden Fall noch 2-3 Jahre bestimmt spielen. Von daher, meiner Meinung nach ist Messi der beste Spieler aller Zeiten. Aber ihr könnt natürlich eure Meinung sehr gerne unten in die Kommentare schreiben. Die nächste Frage betrifft den anderen besten Spieler der Welt. Und zwar, die Frage seht ihr jetzt einmal eingeblendet, ist Cristiano Ronaldo finished? Das wurde in den letzten Wochen ja sehr oft besprochen, ob Cristiano Ronaldos Zeit jetzt vorbei ist. Und meiner Meinung nach, ja, man hat es gerade bei der Weltmeisterschaft gut gesehen. Er hatte kaum Impact auf das Spiel gegen Portugal. Gerade im Spiel gegen Marokko konnte man es gut sehen. Da wurde er, glaube ich, ab der 60. Minute ungefähr eingewechselt. Das heißt, er hatte auf jeden Fall noch genug Zeit, ein Tor zu schießen. Und Portugal brauchte er zu dem Zeitpunkt erstmal nur ein Tor. Die lagen ja 1-0 gegen Marokko hinten. Und Cristiano Ronaldo hat bei dieser Weltmeisterschaft nur ein Tor erzielt, und das war ein Elfmeter. Das ist dann doch zu schwach. Man hat es auch in der Hinrunde bei Manchester United sehr, sehr gut gesehen, dass Manchester United ohne Cristiano Ronaldo viel besser gespielt hat als mit Cristiano Ronaldo.
Der Mann ist 37, wird 38 im Februar, glaube ich. Und das sollte man ihm nicht verübeln, dass in diesem Alter das Niveau Stück für Stück abnimmt. Das heißt, ich weiß nicht, ob er jetzt schon einen neuen Verein gefunden hat. Ich produziere das ganze Video vor. Von daher, schreibt mal eure Meinung, wo kann Cristiano Ronaldo vielleicht spielen? Also die Gerüchte, die ja die letzten Wochen kursierten, dass er angeblich zu Al-Nassr in die arabische Liga wechselt oder so. Das finde ich auf jeden Fall nicht so gut, wenn er dahin wechseln würde. Ich würde ihn auf jeden Fall gerne nochmal in Europa sehen. Das wird natürlich sehr, sehr schwer aufgrund seines Gehaltes und seiner Ablöse, die man ja vielleicht, glaube ich, auch noch zahlen müsste. Also bei Sporting würde ich ihn auf jeden Fall echt fühlen, dass er nochmal zurück nach Portugal kommt, in seine Heimat. Oder wo es auch für mich in Ordnung wäre, wenn er in die MLS nach Amerika geht, dass er sich dann jetzt einfach sagt, ja, meine Karriere ist zu Ende, ich habe so viel erreicht. Klar kratzt das wahrscheinlich jetzt ziemlich an seinem Ego, dass er die Weltmeisterschaft nicht gewinnen konnte und dass sein direkter Konkurrent mit Messi das eben geschafft hat. Von daher, ja, wie gesagt, meine Lieblingsoption für Ronaldo, entweder in die MLS nach Amerika und da seine Karriere beenden oder bei Sporting nochmal ein bisschen in Europa kicken. Das würde ich mir für Cristiano Ronaldo auf jeden Fall wünschen. Machen wir weiter mit der nächsten Frage. Und zwar seht ihr die jetzt eingeblendet. Wäre Tuchel der bessere Nationaltrainer als Hansi Flick? Und Hansi Flick stand ja nach dem WM-Gruppenaus ziemlich in der Kritik. Er wurde schon rausgerufen. Das heißt, viele haben gesagt, ja, mit Flick klappt das nicht. Ich sage, gebt dem Trainer, gebt Hansi Flick noch ein bisschen Zeit, bitte. Das war sein erstes richtiges Turnier. Das heißt, direkt diese Weltmeisterschaft mit Spielern, die ihre erste WM teilweise gespielt haben. Zum Beispiel ein Leroy Sané hat seine erste WM gespielt, wenn ihr euch daran erinnert. 2018 war er nicht dabei. Das heißt, Sané hat seine erste WM gespielt. Ein Jamal Musiala hat seine erste WM gespielt. Und der war noch mit einer der Besten auf dem Platz bei Deutschland. Wer hat noch seine erste WM? Auf jeden Fall ein paar haben noch ihre erste WM gespielt. Niklas Füllkrug, der überzeugen konnte, hat auch seine erste WM gespielt. Ich glaube sogar ein Serge Gnabry hat seine erste WM gespielt. Ich weiß nicht, ob er 2018 schon dabei war. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, da waren auf jeden Fall ein, zwei Spieler dabei, die ihre erste WM gespielt haben. Dazu noch der Trainer Hansi Flick mit seinem ersten großen Turnier. Von daher, Flick, gebt dem bitte noch ein bisschen Zeit. Und zu der anderen Frage, zu der eigentlichen Frage, wäre Tuchel der bessere Nationaltrainer? Ich könnte mir auf jeden Fall Tuchel sehr gut als Nationaltrainer vorstellen von Deutschland. Und zwar einfach aus dem Grund, da er sehr gut taktische Mittel vermitteln kann. Und zwar hat man das ja gerade in den letzten Spielen, gerade auch bei der WM, bei Deutschland sehr gut gesehen, dass diese einfachen Sachen, gerade defensiv, wie man die Tore teilweise kassiert hat, war es viel zu einfach für die Gegner, gegen unsere Mannschaft Tore zu schießen. Das heißt, gerade dieses Umschalten von Defensive auf Offensive und umgekehrt von Offensive auf Defensive, dass Tuchel auf jeden Fall einer, der das einer Mannschaft sehr, sehr gut vermitteln kann. Und ich glaube, dass er das in einer sehr, sehr kurzen Zeit, wo man Vorbereitung vielleicht nur ein, zwei Wochen hat vor einem Turnier,
dass er das einer Mannschaft sehr gut vermitteln kann. Da bin ich sehr von überzeugt, dass Tuchel das auf jeden Fall könnte. Ich weiß nicht, ob Tuchel unbedingt scharf darauf wäre, Bundestrainer zu sein, gerade mit den ganzen Unruhen, die auch gerade im DFB so vorhanden sind. Ihr habt es mitbekommen, mit der One-Love-Binde zum Beispiel. Ich glaube, wenn Tuchel auf der Pressekonferenz vor der WM oder während der WM über so ein Thema angesprochen wird, ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, wie ein Thomas Tuchel reagieren würde. Ich glaube, der wird auf 180 da rumspringen und würde im Pressekonferenzraum sagen, was die für schon wieder für scheiß Fragen stellen, auf gut Deutsch gesagt. Es wäre vielleicht sogar ein bisschen besser für die Mannschaft, dass sie sich wirklich auf den Fußball konzentrieren können. Von daher würde ich Thomas Tuchel als Nationaltrainer auf jeden Fall cool finden. Eine geile Idee, die man vielleicht im Hinterkopf behalten kann. Von daher schreibt eure Meinung zu diesem Thema mal gerne unten in die Kommentare. Machen wir weiter mit einem Thema, über das ich in den letzten Wochen schon ein Video gemacht habe. Und zwar seht ihr die Frage einmal eingeblendet. Kann Manchester City dieses Jahr die Champions League endlich gewinnen? Das ist die große Frage. Jetzt hat man mit Erling Haaland einen echten Stürmer vorne in der Box. Man hat das System ziemlich umgestellt und ganz schön stark an Erling Haaland angepasst. Haaland, habt ihr vielleicht mitbekommen, hat in dieser Saison schon geisteskrank viele Tore geschossen. Er hat den Premier League Torrekord gebrochen. Hat, glaube ich, in 12, 13 Spielen 18 Tore oder so geschossen. Die Saison ist jetzt schon weitergegangen, von daher hat er wahrscheinlich noch mehr Tore auf dem Konto. Manchester City spielt jetzt in ein paar Wochen gegen, lass mich kurz überlegen, RB Leipzig im Achtelfinale der Champions League. Ist natürlich eine machbare Aufgabe für die Sky Blues. Von daher Leipzig dann jetzt erstmal schlagen und dann kommen natürlich die ganzen anderen Mannschaften. Im letzten Jahr war man kurz davor, man hat im Hinspiel im Halbfinale der Champions League gegen Real Madrid gespielt. Da hat man im Hinspiel, wie gesagt, gewonnen mit 4:3 war es, glaube ich, damals. Und da war man kurz davor, man war so kurz davor, im Finale einzuziehen. Und dann hat man es am Ende doch wieder aus der Hand gegeben. Im Rückspiel hat man dann mit 3:1 verloren. Und war damit dann ausgeschieden. Im Finale 2021 war man auch kurz davor. Man hat im Finale zum ersten Mal in der Geschichte von Manchester City gestanden. Auch zum ersten Mal unter Pep Guardiola. Und hat es auch da wieder nicht geschafft. Hat damals gegen Chelsea verloren. Damals noch Trainer Thomas Tuchel gewesen. Also, man hatte die Möglichkeiten, den Titel zu gewinnen. Dieses Jahr, wie gesagt, mit Erling Haaland vielleicht das Puzzlestück, was Manchester City gefehlt hat. Von daher meine Prognose, meine Prediction zu der Champions League. Ja, dieses Jahr holt Manchester City die Champions League. Vielleicht ein bisschen gewagt, aber ich wüsste nicht, wer es sonst machen könnte. Vielleicht noch Paris Saint-Germain. Aber die hatten es in den letzten Jahren auch immer wieder verkackt. Vielleicht Bayern noch als möglichen Kandidaten zu nennen. Auf jeden Fall, ja, mein Hot Take zu diesem Thema. Manchester City holt dieses Jahr die Champions League. Und gehen wir weiter in die Bundesliga. Die nächste Frage seht ihr hier einmal eingeblendet. Und zwar, steigt Schalke am Ende der Saison wieder ab? Das habe ich mir in den letzten Wochen so ein bisschen die Frage gestellt. Jetzt gerade auch, wo Winterpause bzw. die Weltmeisterschaft war, hat man ja jetzt nicht so viel unbedingt über die Vereine geredet. Gerade in Deutschland gab es andere Themen, die wichtiger waren während dieser Weltmeisterschaft. Und da habe ich mir so überlegt, Schalke derzeit auf Platz 18, wenn ich mich nicht irre. Ihr seht die Tabelle hier auch einmal eingeblendet.
man hat Punkte, Rückstand, hat die letzten Spiele alle verloren, wenn ich mich nicht irre. Man hat einen neuen Trainer mit Thomas Reis. Ich glaube, er heißt Thomas Reis. Ist er gekommen vom VfL Bochum, die ja auch gegen den Abstieg kämpfen. Die haben sich jetzt aber in den letzten Wochen wieder gefangen mit ihrem neuen Trainer Thomas Letsch, haben ein paar Punkte wieder gut gemacht, haben Spiele gewonnen. Gerade dieser Big Win gegen Union Berlin, erinnere ich mich gerade dran. Also da sehe ich Bochum Stand jetzt doch ein Ticken über Schalke 04. Ich weiß auch nicht, wie Schalke das in dieser Saison noch in den Griff kriegen kann, denn es gibt auf jeden Fall meiner Meinung nach ein paar Hauptprobleme. Und zwar ist das erste Hauptproblem die Defensive bzw. der Torwart. Mit Schwolo hat man da nicht unbedingt den besten Torwart in den eigenen Reihen. Als er noch bei Freiburg gespielt hat, war er noch ein sehr, sehr starker Torwart, meiner Meinung nach. Also was so natürlich Bundesliga-Verhältnisse angeht, ein starker Torwart. Und seit er dann, ich glaube, er hatte noch eine Zwischenstation irgendwo bei Hertha, genau. Und ist ja dann jetzt in dieser Saison zu Schalke. Und seitdem ist das Niveau immer schlechter geworden. Damals hatte man noch Torhüter wie Manuel Neuer, wie Ralf Fährmann, zwischenzeitlich glaube ich sogar ein Timo Hildebrand im Tor. Von daher Torwart und Defensive auf jeden Fall die Probleme. Und das zweite große Problem bei Schalke ist die Offensive. Man kriegt es irgendwie nicht hin, die offensiv starken Spieler wie zum Beispiel einen Simon Terodde, einen Rodrigo Salazar in die Offensive einzubinden, in die gefährlichen Zonen zu kriegen. Man spielt eher Harakiri und Kick-and-Rush-Fußball, wenn ich weiß, was Kick-and-Rush bedeutet. Das heißt einfach, den Ball nach vorne schlagen, so lange wie möglich nach vorne schlagen und hoffen und beten, dass man irgendwie das Tor erzielt. Das ist aktuell eher Schalkes Plan vom Fußball. Von daher meine Meinung zu diesem Thema: Schalke steigt diese Saison wieder direkt ab und dann wird es extrem schwer, in der zweiten Bundesliga wieder Fuß zu fassen. Also Schalke stehen in den nächsten Wochen und Jahren auf jeden Fall harte Zeiten bevor. Und die letzte Frage des heutigen Videos betrifft auch nochmal die Bundesliga. Und zwar geht es da um Bayer Leverkusen. Und zwar ist die Frage da: Kann Bayer Leverkusen noch die Champions League erreichen? Leverkusen, ja, wer es nicht mitbekommen hat, stand zu Beginn der Bundesliga-Saison auf einem direkten Abstiegsplatz. Sie haben die ersten Spiele allesamt verloren, haben ab und zu mal ein Unentschieden gewonnen und unter Seoane lief es absolut gar nicht. Dann hat man den Trainer, also in dem Fall Seoane, gefeuert und hat einen neuen Trainer mit Xabi Alonso verpflichtet. Xabi Alonso bis dahin nur bei der zweiten Mannschaft von Real Sociedad in Spanien aktiv gewesen. Das heißt, er hatte bis dahin nicht so viel Erfahrung. Er hat jetzt gerade bei der WM ein bisschen Zeit gehabt, seine Mannschaft vielleicht nochmal ein bisschen besser einzustellen auf die Aufgaben für die Rückrunde, denn Leverkusen hat auf jeden Fall andere Ansprüche als zurzeit im Tabellenmittelfeld rumzudümpeln. Ihr seht hier vielleicht nochmal die Tabelle eingeblendet. Zurzeit sind sie, glaube ich, irgendwie Platz 11 oder Platz 12, wenn ich mich nicht irre. Vielleicht sind sie auch schon ein bisschen weiter oben, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich glaube, auf Platz 4, was ja der Champions League Platz bedeuten würde, sind auf jeden Fall noch einige Punkte Abstand. Ich würde einen heißen Take, also einen Hot Take darauf geben, dass Leverkusen das noch schaffen kann. Denn jetzt kommt meine Begründung: Mannschaften wie Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen, die kurzzeitig auch mal da oben standen, Union Berlin,
SC Freiburg, die ja auch noch oben drin stehen, sind, beziehungsweise, ich sag's anders, schwächeln oftmals. Gerade die starken Mannschaften, ich nehme zum Beispiel auch jetzt noch RB Leipzig dazu, die auch geschwächelt haben unter Tedesco in der Anfangsphase, bringen nicht das Niveau aus den letzten Jahren. Borussia Dortmund stand jetzt Platz 6. Überhaupt nicht den Ansprüchen gerecht geworden, hecheln den Erwartungen hinterher. RB Leipzig als DFB-Pokalsieger, als Champions League Teilnehmer, absolut nicht den Ansprüchen. Sie haben vor der Saison gesagt, dass sie Bayern Jäger Nummer 1 sein wollen. Also das funktioniert auch nicht. SC Freiburg, die werden auch früher oder später wahrscheinlich unten durchrutschen. Union Berlin kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das Tempo aus der Hinrunde gehen können. Jetzt ist der Block hingefallen, ist egal. Ich mach kurz einen Cut. Union Berlin glaube ich auch nicht, dass sie das Tempo aus der Hinrunde mitgehen können. Von daher werden die auch früher oder später wieder da oben rausrutschen. Und Mannschaften wie Gladbach, Wolfsburg und so weiter sind meiner Meinung nach dieses Jahr auch nicht stark genug, in die Champions League einzuziehen. Von daher mein Hot Take, Leverkusen schafft es mit einer absoluten Traumrückrunde und mit ein bisschen Glück und ein bisschen Mithilfe von den gegnerischen Konkurrenten dieses Jahr doch noch in die Champions League. Das war die erste Folge von Sams Fragerunde. Schreibt eure Fragen für die nächste Folge gerne unten in die Kommentare oder in den Community-Tab. Da wird in den nächsten Wochen wieder ein Beitrag kommen. Einfach Hashtag Sams Fragerunde und dann schreibt eure Frage, euer Fußballthema, was ihr von mir wissen wollt, gerne in die Kommentare. Das kann alles Mögliche sein. Ich suche mir dann zu jedem Video dann so 7, 8, 9, 10 Fragen raus und beantworte die dann für euch, so wie in dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Abonniert den Kanal auch gerne für weitere Videos. Auch das würde mich sehr freuen. Das war's von mir. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Euer Sam.